Überraschende Wende beim HC Leipzig. Trainer Stefan Madsen muss seine Koffer packen. Ab sofort ist dafür sein dänischer Landsmann Thomas Örneborg Coach bei den Handballerinnen. Und das, obwohl es noch vor einer Woche hieß, dass Madsen bis zum Saisonende bleiben soll. Odense hat am Sonntag die Freigabe erteilt, sodass wir ihn nutzen konnten. Es war bis zum Mittwoch. Donnerstag war überhaupt nicht das Anzeichen dazu da, dass Thomas Örneborg bei uns schon Trainer sein könnte, weil er noch einen Vertrag in Odense bestand und auch die Freigabe nicht zu erwarten war. Eine Rolle spielte bei der Trennung aber wohl auch das verlorene Europapokal-Viertelfinale gegen Rostov am 16. März. Nach zwei erfolglosen Jahren sahen die Verantwortlichen auch die Gefahr, wieder ohne Titel zu bleiben. Viel Zeit bleibt dem neuen Trainer allerdings nicht, um die Spielerinnen auf die verbliebenen Ziele vorzubereiten. Schon am Mittwoch geht es zum Bundesligaspiel nach Frankfurt-Oder. Ich war mental darauf vorbereitet, erst in der nächsten Saison hierher zu kommen. Jetzt bin ich früher hier und das nächste Ziel lautet Pokalfinale und hoffentlich auch Ligafinale. Aber wir müssen jedes Spiel einzeln sehen und erst die Liga beenden. Wir haben noch zwei Spiele in der Liga und dann können wir über das Viertelfinale nachdenken. Und danach sehen wir weiter. Thomas Örneborg lebte bisher in Dänemark und spricht nur wenig Deutsch. Das Training leitet er deshalb vorerst auf Englisch. Eine Situation, mit der die Spielerinnen jedoch umgehen können. Ja, es ist natürlich eine Umstellung, wenn wir es ein bisschen in einer anderen Sprache machen. Aber ich glaube, wir mit Händen und Füßen und eben mit unseren Englischkenntnissen, das klappt schon ganz gut. Verabschieden von der Mannschaft konnte sich Ex-Trainer Stefan Madsen nach der kurzfristigen Trennung noch nicht. Das soll in den nächsten Tagen aber nachgeholt werden. Schließlich verstanden sich die HCL-Frauen in den zwei Jahren gut mit Madsen. Ich hatte immer guten Kontakt mit Stefan und finde es auch schade, dass es so gelaufen ist, aber man kann es nicht ändern. Und ich würde mich bestimmt noch bedanken bei Stefan auch für die fast zwei Jahre.